Hallo liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Zockerei, hier sind wieder eure Microwavers. Wir spielen heute nochmal eine Runde Don't Starve Together. Bei mir ist der Baldur. Hallo. Oh, die Fledermäuse sehen ja mal echt fies aus. Ja, aber die halten nix aus, sogar ich krieg die mit einem Schlag kaputt. Ja, die sehen trotzdem fies aus. Ich bin immer noch verzweifelt nach Eagle Flowers, damit wir endlich mal ein bisschen Nightmare Fuel kommen. Ey, die sehen schon, vor allem wenn die so schreien, dann wird das Maul einfach fünfmal so groß. Vor allem bringen sie sich gerade gegenseitig mit Moskitos um. Cool. Dass du Battlelist kriegst. Oh, ne, die greifen mich an. Warum zum? Ja, die machen glaube ich auch kaum Schaden, die Viecher. Tötet sie, tötet sie! Dort! Tötet sie, tötet sie! Ja. Die lassen ja gar nichts fallen. Battlelist. Ja. Eigentlich. Guano hat der eine fallen lassen, ja. Hey. Okay. Ah, das war's dann auch. Hilfe, Spinne. Hui. Greif was anderes an. Komm. Ich. Ich muss zurück. Ganz schnell, ganz dringend. Ich glaube nämlich, ich werde es wahrscheinlich wieder nicht packen. Also machen wir Fackel. Ich habe übrigens kein Holz mehr, ne? Ich habe Holz dabei, aber ich muss jetzt erstmal wieder zurückfinden. Nein, geh weg. Da ist ein Elefant, da ist ein Schweinehaus, das Schwein geht schlafen. So, ich habe Holz, ja. Gut. Ist irgendwie arschdunkel hier. Ah, oh, warte. Moskitos lassen übrigens auch Morsel fallen, also kleines Fleisch. Weil vorhin haben sie eine Moskito getötet und danach hat da Morsel gelegen. So, also wenn du die Battlelist umbringst und mir 5 Battlelist Wings mitbringst, kann ich dir auch eine Bat-Bat machen. Ja, schön. Das Problem mit schwindender Lebensenergie. Weil für jeden Schlag, mit dem du deinen Gegner triffst, kriegst du Lebensenergie zurück. Mhm. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, ob das Ding eine normale Endurance hat oder ob es halt vergammelt. Okay, weiß ich jetzt gar nicht. Aber, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich gehe jetzt mal das nochmal probieren mit den Moskitos. Moskitos, die kommen nur in der Dämmerung. Ah, okay. Oh, dann töten wir einfach noch ein paar Spinnen, die nicht herauskommen wollen. Okay. Ah, dann halt nicht. Ich stehe mal wieder in den Sumpf. Ja, und solltest vielleicht dann nachher mal nach deiner Internetverbindung gucken. Zu knarzen. Nein, nicht zu knarzen, aber du hast so ein bisschen was von einem Roboter. Das ist nicht sehr schön. Es hört sich definitiv nicht schön an, korrekt. Das Internet. Das war knapp. Ja, shit. Wollte mal einmal ein Grab ausheben, was kommt raus? Ein beschissener Geist. Tja. Jedem das, was ihm gebührt. Baldur. Ja. Nein. Warum nein? Einfach nur nein. Warum? Ach du, so jetzt gerade danach. Einfach nur nein. Für was brauchen wir eigentlich das Papyrus nochmal schnell? Jetzt zum Beispiel für den Kalkul, das ist für den Kühlkäfig. Okay, ich habe jetzt gerade jede Menge Papyrus gesammelt. Und ich habe, glaube ich, Nightmare Armor rausgehört von dem, was du gesagt hast. Kann ich mit verstehen. Was? Die Schilfrohre. Ja, die Reeds. Ich mache ein zweites Krab auf. Wie lang, Geist? Oh, Scheiße. Die Reeds, die brauchst du halt unter anderem für Passbrohre, für die Pappflöte. Du? Aber halt auch Papier. Papier brauchst du für... Okay, Papier, Panflöte habe ich auch rausgehört und irgendwie. Ja, genau, weil du bist momentan nicht mehr verständlich.
Also nicht mehr vernünftig verständlich. Schön. Moment kurz. Parent Village. Something in the deep. Man könnte eigentlich mal noch angeln machen. Dann könnte man ja versuchen zu angeln, ne? Ja, wenn ich will. Besser? Ja, ein bisschen. Hilft halt, wenn man das Headset ausmacht, das Mikro rauszieht und es wieder reinsteckt. Mhm. Also es ist ein klein bisschen besser, aber es ist immer noch, ja, nicht mehr so gut wie vorher. Also definitiv. Ja, aber ich meine, ich glaube, das hat auch was von einem aktuellen Update von TeamSpeak zu tun, seitdem wir mit unserem eigenen TeamSpeak-Server Probleme. Wir sind heute für die Aufnahme hier auf dem TeamSpeak. Aber von der Cini uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat an dieser Stelle noch. Vielen Dank, Cini. Sehr, sehr cool von dir. So. Und ich übersetze das Ganze jetzt mal. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das richtig verstanden hat. Und zwar meinte Daikasai, vielen Dank an den Cini, dass der uns hier diesen TS-Server momentan zur Verfügung gestellt hat, da der TS-Server, auf dem wir normalerweise aufnehmen, der im Moment überhaupt nicht mehr funktioniert. Aha. Höre ich mich denn für dich normal an, oder? Absolut, völlig normal, alles cool. Okay, ah, jetzt bist du auch wieder halbwegs normal. Jetzt bin ich wieder halbwegs normal, was? Also stimmlich von der Übertragung her und so. Mist. Die bravely, little foe. Na. Sehr schön. Bockst du wieder Frösche? Nein, ich... jage Hasen. Beziehungsweise gehe im Moment die ganzen Fallen ab. Okay. Ich will mal wieder ein bisschen Battle des Bashing betreiben. Ja, mein Speer. Da. Ja, wenn du nicht weißt, wo du dein Speer hast. Ha. Warte kurz. Zip. Da. Er ist leider doch noch da. So. Na. Zack. Sehr schön. Okay, wenn ich den Kühlschrank aufmache, kriege ich ein ausgegrautes Geschenkepaket. Aber wie aktiviere ich das? Naja, wie üblich, indem du dich neben die Science Machine stellst, dann kannst du es wahrscheinlich anklicken. Nee, das geht ja nicht. Das ist ja nur, wenn ich den Kühlschrank aufmache. Wenn ich den Kühlschrank aufmache. So, also beziehungsweise da reingehe, dann erscheint's. Aha. So, aber. Hä? Ah, jetzt. Okay, musste ich jetzt nicht verstehen. Und. Ein Rock. Ja. Ein Mini-Rock. Zieh ich aber später an. Wird mir jetzt zu kalt. Oh. Ich kann sagen, ich habe kein Holz. Ich aber. Ah, und dann fangen wir, bin ich auch noch. Yay. Das ist eine. Ist die andere? Die eine, oder? War anscheinend nur eine.
Okay, ich muss mehr Essen machen. Weil... Das eine war schon so niedrig, dass es nicht mehr gut war. Also kaum noch was gebracht hat. So, dann säh mal, was du säen möchtest. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Hell hier. Hä? Was hast du denn jetzt gemacht? So. Ja, jetzt flutscht es im Moment so ein bisschen. Ja, definitiv. Mit Essen, das finde ich gut, weil... Was machst denn du da? Kuchen. Hä? Mach mir den Kuchen. Ja, super, ich bin gleich am Verhungern und du machst diesen verkackten Kuchen. Ja, ich mag Kuchen. Außerdem ist dann auch mal die Durian weg. Durian-Kuchen. Yum, yum. Außerdem ist da noch ein Froggle-Bun-Witch. Wieso isst du das nicht? Weil das fast nichts bringt an Hunger. Ich hab doch gesagt, das bringt so gut wie nichts an Hunger. Das bringt nur die Hälfte von Meatballs. Okay. Zumindest mal für mich. Weiß ja nicht, vielleicht ist es bei dir anders da. Weiß es nicht. Aber wenn es um Hunger geht, sind die Meatballs einfach mit 62,5 echt so ziemlich das Beste. Da bin ich mich fast direkt komplett voll mit Essen. Ja, die haben schon relativ viel, aber das Problem ist halt, wir haben kein großes Fleisch, ansonsten würde ich dir ans Herz legen, mach mir die Stew. Das ja, ist ja, ich... Und das Geld auch im Großen. Ja, das weiß ich auch. Aber wie gesagt, wir haben halt einfach das Problem, dass wir kein großes Fleisch haben. Ich hatte dir doch meinen Imkerhut gegeben, meine ich. Ja. Kann ich den bitte mal zurückhaben? Ja. Mal einfach in irgendeine Kiste. Mach ich gleich. Ich geh mal erst noch ein bisschen Kram sammeln. Ah, Mann. Ich mache mir doch ein bisschen Sorgen wegen diesem blöden Winter, der da noch kommt. 9 Tagen. Mhm. Aber glaube ich, nur 10 Tage lang oder so. Ja, aber trotzdem. Die 10 Tage würde ich gerne halbwegs vernünftig überleben. Ohne all 2 Sekunden sterben zu müssen, weil ich erfriere oder verhungere oder sonst irgendwas. Kriegen wir hin. Kein Stress. Weil das ist dann schon ein wenig lästig. Aber nur ein bisschen. Hm. Ach ja. Ja. Was denn? Halb nicht ausgegrabener Friedhof. Ein halb nicht ausgegrabener Friedhof, ja. Dann viel Spaß beim Graben. Ein Lucky Catcher. Okay. Und ein Geist. War ja klar. Ach, den Fishing Rod wollte ich doch machen. Ich wollte mal versuchen zu fischen. Einen Fishing. Komm, ein Grab geht noch. Oh, no risk, no fun. Go, go.
töten jetzt die behinderten Schattenkacknoobs. Behinderten Schattenkacknoobs. Okay. Jetzt dachte ich mir, jetzt gehst du mal auf die beschissenst mögliche Art und Weise sterben. Schatten, Scheiße sammeln, aber nö, jetzt sind keine Schattenmonster da. Leute, ernsthaft, das ist doch echt nicht lustig. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt meine Fresse nicht halte, dann kommt gleich ein Terror Beak. Achso, du wolltest ja noch den Hut. Ja, der Hut ist in einer der Kisten. Ja, momentan brauche ich den jetzt erst. Das, was ich momentan brauche, ist irgendein sinnvolles Schattenmonster, das ich vermöbeln kann. Wir haben anscheinend alle irgendwie heute Urlaub oder so. Na, die wissen, was uns blüht. Haben Angst vor dir. Komm schon. Ich bin noch nie so lange auf Sanity 0 rumgelaufen und noch nicht angegriffen worden. Licht, Feuer, Schatten. Weil mich dieses Äderchen im Sichtfeld auch schon so ein bisschen an den Gunzerker aus Borderlands 2 erinnern. Ja, gut, das. Gunzerker-Modus wechselt. Was weiß ich jetzt? Den habe ich noch nie gespielt dort. Keine Ahnung. Ja, er wird auch nie so mein Liebling. Oh, ein Biertling. Warte mal. Hab Barthaare gekriegt. Ich würde gerade sagen, Biertlinge sind doch die mutierten Hasen, wenn man wahnsinnig ist, oder? Genau. Ah. Eben entweder Barthaare oder Monster Meat. Hm. Oh, komm schon. Ich bin jetzt wirklich schon Ewigkeiten auf Null. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kommt noch nicht mal ein Terror Beak oder so. Gar nichts. Tja. Ups. Jetzt habe ich mich ganz kurz selbst verbrutzelt. Naja, solange die Bäume brennen, brauche ich ja nichts wegzumachen. Okay. Gerade festgestellt, dass man sich an Asche an Kohle sich verbrennen kann. Qualmt, ja. Okay. Wusste ich auch noch nicht. Ich bin immer. Ah, shit! Ja, war so klar. Es war so klar. Kommt nicht einfach irgendeins? Nein, jetzt kommt gleich ein Beak. Haha. Jetzt sind ja auch noch zwei von den Viechern am Sack. Ich bin tot. Weißt du, wäre zu easy gewesen, wenn ein normales Schatten. Nein. Terror Beak sein. Und dann kommt direkt noch ein zweiter. Ja. Wer jammert, ne? Da kommt die Strafe sofort. Können mich alle mal am Arsch lecken. Aber hier war da irgendwo ein. Jetzt brauchst du mir auch nicht mehr hinterher zu laufen. Ja, offensichtlich doch. So, wir haben noch mal ein bisschen Charcoal. So. So, komm schon. Sehr schön. Dahin. Na. Aber warum ist mein Skelett jetzt eins mit einem Speer durch den Kopf? Weißt du, vielleicht hattest du einen Speer in der Hand. Ja, hatte ich natürlich. Ja, und dann ist der vielleicht da so halt in deinen Kopf gefallen. Kann jetzt aber auch mal das Schweinekönig nicht besuchen. Ich hab nämlich drei oder vier Sachen, die bei dem loswerde. Na dann, viel Erfolg. Ja, dazu einmal Waze Bow an und dann geht die. Na, so.
Ich glaube, ich höre da Hunde. Ja, Hunde. Bei mir kam noch kein Text. So, dann ziehen wir den mal an. Und oh, ich bin schon wieder am Verhungern. Beide mal. Ja. Was denn? Ja, er sagte gerade das zweite Mal. Dritte Mal. Dritte Mal schon. Also bei mir sehe ich es jetzt das erste Mal erst. Incoming! Da sind sie. Ja. So, und... General, ich lasse kloppen. So, sehr schön. Ja, die kriegen mich nicht. Alle drei Hunde sind tot. Ja. So, ah, jetzt muss ich mich ganz dringend um Essen kümmern. Ich hätte jetzt auch ein bisschen Schaden gekriegt, aber das war durch eigene Dummheit. Also die Hunde haben mich nicht erwischt. Mhm. Ist ja grundsätzlich gut. So, ich guck den gerade zu, wie sie sich von Schweinen verprügeln lassen. Pennerkinder. Natürlich auch nicht schlecht. Alles klar. Om nom 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 nom. So. Folger aus. Badenski, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einfach einen Daumen nach oben da. Ihr dürft auch gerne, jetzt schon öfter passiert, wo wir uns auch wirklich drüber gefreut haben, mal so ein bisschen euren Senf dazugeben, Kommentare da lassen, in Form von Tipps oder ähnlichem. Freuen uns auf jeden Fall drüber. Ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski! Ciao!